Ich sehe was, was du nicht siehst, und das beginnt mit M. Volksfest! Nein, Volksfest schreibt man doch nicht mit M. Nein, ich sehe eins. Da, ein Volksfest. Ich will hingehen. Darf ich? Du gehst nirgendwo hin, Henry. Nicht nach diesem Schulzeugnis. Peter ist eine wahre Freude im Unterricht. Seine Mitarbeit war in diesem Schuljahr herausragend. Gut gemacht, Peter. Henry, wo ist dein Zeugnis? Ich muss es auf dem Heimweg verloren haben. Schon gut, Henry. Schau mal, ich hab's in der Mülltonne gefunden. Der schrecklichste Junge der Klasse? Seine Leistungen waren in diesem Jahr durchwegs ungenügend? Das ist ja noch schlimmer als das Zeugnis vom letzten Jahr. Wow, ich hab mich gesteigert. Kommt nicht in Frage, Henry. Ungezogene Kinder dürfen nicht zum Volksfest. Ich war brav, Mama. Darf ich hingehen? Natürlich darfst du, Peter. Was? Das ist gemein! Ich will aber gehen. Ich will zum Volksfest. Ich will aber... Also, Henry, du bist angeklagt, vorsätzlich sehr ungezogen gewesen zu sein. Hat Henry verdient, aufs Volksfest zu gehen? Nein! Henry hat meine Buntstifte auf der Heizung geschmolzen. Henry hat einen Feueralarm ausgelöst. Henry hat auf meinen Teppich erbrochen. Henry hat gesagt, ich bin ganz schön. Oh. Ganz schön hässlich. Oh. Das reicht, Henry. Ich verurteile dich, dass du niemals zu einem Volksfest gehen darfst. Nein, ich bin jetzt brav. Ich bin jetzt brav. Das ist es. Genau. Ich bin jetzt brav. Denn die braven Kinder dürfen ja zum Volksfest. Aus dem Weg, Zwerg. Ich bring Mama und Papa ihren Saft. Aber ich bring ihnen morgens immer den Saft. Zu spät, Rantüte. Oh, aber du hast doch nichts Schreckliches reingetan, oder, Henry? Nein, mach die Tür auf. Aber ich kann es doch für dich reinbringen. Nein, lass los. Du bist schrecklich, Henry. Hol einen Lappen und wisch das auf. Hä? It's so easy being me. I'm Hard Henry. Mama? Da schwimmt irgendwas in meiner Suppe. Ja, Henry. Das nennt man Gemüse. Ich esse es, wenn du es nicht willst. Sei still, du Zwerg. Henry, mit vollem Mund spricht man nicht. Frau Lieblich hat gesagt, man soll jeden Bissen mindestens 12-mal kauen, damit alle Nährstoffe aufgenommen werden. Sei nicht so gemein, Henry. Und iss auf. Wir haben eine Überraschung für euch. Seht mal. Das Aquarium? Wir machen gerade eine Sonderaktion. Ui, wie toll. Papa fährt mit euch hin. Peter immer so ein braver Junge ist. Aber ich darf doch auch mit. Nur wenn du dich dort benimmst, Henry. Ich darf heute neben Papa sitzen. Nein, ich bin dran. Willst du sie nicht lieber fahren? Nein, mach du das. Laura wird uns begleiten. Ihre Mutter ist beim Zahnarzt. Laura kommt auch mit? Nein! Wer zuerst drin ist, hat gewonnen. Wartet, ich kann noch nicht so schnell.
Das kann ja heiter werden. Wahnsinn! Echt Wahnsinn! Wie schön! Gut, ihr wartet hier. Ich kaufe die Eintrittskarten. Hier gibt's bestimmt jede Menge Wasser, habe ich recht? Dovi, klar gibt's hier Wasser. Das ist ein Aquarium. Oh, hoffentlich werde ich nicht seekrank. Ahoi, Matrosen. Kapitän, drückt den Knopf, steht zu Diensten. Wollt ihr eine Brise Seeluft schnuppern oder meinen vergrabenen Schatz finden, dann drückt auf den Knopf. Ein vergrabener Schatz? Cool. Ei, Seemänner, beantwortet mir Fragen und gewinnt einen Preis. Ein Preis? Ist ja noch cooler. Drück auf den Knopf. Das kannst du vergessen, denn ich werde gewinnen. Nein, wirst du nicht. Ich gewinne. Nein. Doch. Nein. Drück auf den Knopf. Ha, doch. Preis dazu nicht gut. Geh über die Planke. Da wird doch der Klabautermann verrückt. Ein Unruhestifter, was? Ich kenn mich aus mit Bürschchen wie dir. Fass hier ja nichts mehr an. Ich behalte dich im Auge. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Da ist er! Ich sehe ihn! Ich sehe den Teich! Hier ist eine Abkürzung! Los, kommt! Ich wusste, dass ihm unser Ausflug gefallen würde. Frère Jacques, Frère Jacques, dormez-vous? Ach, jetzt trödeln sie wieder. War ja klar. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Ich verpasse Rapper Zappa. Wie kriege ich sie nur dazu, dass sie schneller gehen? Oh, alles klar. Na los, komm schon! Das ist keine Kuh, oder, Schatz? Nein, das ist ein Stier. Oh je. Das war klasse. Und der Teich ist gleich da unten. Oh, wir hätten nicht die Abkürzung nehmen sollen. Zäune haben immer ihren Grund. Oh. Ich hab dir doch gesagt, auf dem Land ist es gefährlich. Nee, 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 nee. Henry, lass das. Du machst ihn nur wütend. Na und? Er ist doch eingesperrt. Oh je. Wir müssen schleunigst hier weg. Da lang. Wieder heimgehen? Oh, du hast dich ja richtig erkältet, Henry. Du bleibst schön da sitzen und ruhst dich aus. Ja, Mama. Das nächste Mal gehen wir lieber wieder in den Park. Jetzt sind meine Gummistiefel ganz dreckig. Dann darfst du sie eben draußen nicht mehr anziehen. Und jetzt habe ich immer noch nichts für meinen Biologieunterricht. Wie
wär's denn damit? Nein, tu den weg! Und hier kannst du noch ein bisschen Wasser vom Teich für ihn haben. Nein! Und gleich seht ihr eine weitere Folge von Rapper Zapper. Ja! Los, Rapper Zapper! It's so easy being me, I'm Hard Henry. Henry, du solltest doch längst oben sein. Aber ich will Herrn und Frau Dumm auch kennenlernen. Chips. Wie reizend. Stumm, nicht dumm. Aber du nennst sie doch auch immer so, oder Mama? Peter, hol Frau Stumm was zu trinken. Wird gemacht, Mama. Wollen Sie mich etwa vergiften? Oh je. Kommen Sie, Frau Stumm, ich zeige Ihnen, wo Sie sich frisch machen können. Und Jungs, ihr geht ins Bett. Machen wir, Mama. Gute Nacht, Herr Stumm. Ich hoffe, Frau Stumm geht es schnell wieder besser. Ekelchips, stimmt's? Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Du traust dich bestimmt nicht. Du sollst doch nicht rülpsen. Aber das ist mir so rausgerutscht. Und außerdem solltest du längst im Bett sein. Oh, wie schade. Peter hat uns ja schon was vorgeführt. Aber wie wär's mit Henry? Du kannst bestimmt auch was, Henry. Na klar, ich kann Karate. Hi-ya! Ah! Oh. Sehr gut, Henry. Aber ich bin auch nicht schlecht in einem Kampfsport. Stummikido. Jetzt wird's aber Zeit fürs Bett, Henry. Ich brauche deine Hilfe. Mieze! Ich dachte, du bist im Bett. Ich wollte Herrn und Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Oh, danke, Henry. Der Lachs! Komm mit, Herkules! Wir gehen! Herr Stumm, ich entschuldige mich für unseren Sohn. Bitte feuern Sie mich deshalb nicht. Sie feuern? Wieso sollte ich das tun? Ich habe mich amüsiert. Aber... Die meisten Einladungen sind sowas von langweilig, aber der heutige Abend war alles andere als das. Vielleicht wollen Sie Frau Stumm noch gute Nacht sagen. Ja, natürlich. Frau Stumm, möchten Sie nicht wenigstens noch für die Mousse Schokolade bleiben? Keine Sorge, mein Freund. Als ich so alt war wie du, hat man mich den rasenden Reginald genannt. Wirklich? Man wird dich dafür bestrafen. Ja. Ja, mich auch. Du bist gut, Henry. Aber als ich älter wurde, habe ich gelernt, es gibt immer einen, der besser ist. Niemand ist besser als Henry der Schreckliche. It's so easy being me. I'm Hard Henry. Vor der großen Pause, hä? Perfekt. 3 Stunden nachsitzen, ist das alles? Tja, an dieser Schule herrscht keine Disziplin. Das ist das Problem. Setz dich dort drüben.
Henry, setz dich da drüben hin. Henry? Henry? Henry! Henry! Aber er hat mich geschubst. Ach ja? Ich hab nichts gesehen. Letzte Stunde vor der großen Pause. Chemie! Wart's nur ab. Ich hab den genialsten aller genialen Pläne. Darüber wird man noch ewig reden. Hey, Ruhe da hinten! Psst! Ich liebe Chemie. Jetzt seht alle genau zu. Was passiert, wenn man rote Farbe mit Wasser mischt? Du! Keine Ahnung. Das Wasser färbt sich rot? Richtig! Was hast du denn? Ich mag Rot nicht. Oh, schaut mal. Es ist einfach verschwunden. Vielleicht könnten Sie uns auch verschwinden lassen, Herr Fieser. Was redest du denn für einen Unsinn, Junge? Sehen Sie mal. Das dürfte gar nicht passieren. Herr Fieser, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Ich krieg keine Luft. Mir wird schlecht. Luft, Mann, Luft. Ach, Himmel noch mal. Das ist doch nur Wasser. Wir wurden vergiftet. Herein! Was ist denn, Junge? Ein Päckchen für Sie, Herr Fieser. Was ist passiert? Wo ist meine Klasse? Ich glaube, sie haben sich alle in Frösche verwandelt. In Frösche? Nein! Nein, das ist mir zu viel! In Frösche! Aber, Herr Fieser, sehr merkwürdig. Nein! Ich unterrichte nie wieder! Tja, sieht so aus, als hättest du es geschafft, Henry. Nein, Bert, wir haben es geschafft. Ja!